Niemand hat das Recht, auch nur einen einzigen Gedanken zu bilden, wenn schon so viel getan wurde. Nur wenn man in jeder Hinsicht mit der Realität in Berührung ist, wird man wissen. Das ist keine Intelligenz. Aber leider gilt es als schlau und intelligent. There was a terrible actor. A truly lousy actor. Es gab einen schrecklichen Schauspieler und einen wirklich lausigen Schauspieler, der Hamlet spielte. As the play went on, it got worse. Im Laufe des Stückes wurde es immer schlimmer. When he came to the famous, als er zu dem berühmten Monolog Sein oder Nichtsein kam, fingen die Leute an, mit Gegenständen nach ihm zu werfen. They took their footwear and threw it. Sie nahmen ihre Schuhe und warfen damit. So he got off stage and said, also ging er von der Bühne und sagte, well, folks, nun Leute, I didn't write this crap. Ich habe diesen Mist nicht geschrieben. All the miserable people in the world think there is something wrong. Alle unglücklichen Menschen auf der Welt denken, dass mit der Schöpfung etwas nicht stimmt. All the miserable people in the world. Alle unglücklichen Menschen auf der Welt denken, think creator has made a mistake. Der Schöpfer hat einen Fehler gemacht. Um diesen Fehler zu erklären oder um sich selbst in diesen Fehler hineinzuversetzen, they have all kinds of philosophies. Haben sie alle möglichen Philosophien. All the philosophies in the planet. Alle Philosophien der Welt. Wenn du sie zusammennimmst, alle zusammen, haben nicht die Schönheit eines einzigen Blattes dieses Baumes. But still it occupies people for a lifetime. Dennoch beschäftigt es die Menschen ein Leben lang. Because it gives them the kind of explanations that they like to hear. Weil es ihnen die Art von Erklärung liefert, die sie gerne hören. Philosophen sind in der Regel arbeitslose Männer. Es gibt nicht viele weibliche Philosophen, nicht wahr? Arbeitslose Männer, die zumindest eine Erklärung dafür haben, warum sie arbeitslos sind. Diese arbeitslosen Männer, die nichts anderes zu tun haben oder nichts anderes zu schaffen haben, denken sich also ständig Philosophien aus. Jeder, der irgendeine Art von Philosophie entwickelt, ist ein Frevel gegenüber der Schöpfung. Niemand hat das Recht, auch nur einen einzigen Gedanken zu bilden, wenn schon so viel getan wurde. Wenn du 1000 Leben hierher kommst und 24 Stunden, wenn du aufmerksam bist, wirst du immer noch nicht einen winzigen Teil der Schöpfung kennen. Wenn es diese Art von Schöpfung gibt, ist jeder, der sich seinen eigenen Unsinn ausdenkt, ein absoluter Frevel. Aber gesellschaftlich ist die Welt leider an einem Punkt angelangt, an dem du, wenn du etwas sagst, das niemand versteht, von den meisten Menschen als sehr intelligent angesehen wird. Intelligenz liegt in der Fähigkeit, Menschen verständlich zu machen, was sie nicht verstehen können. Intelligenz liegt nicht darin, was die Menschen seit einer Ewigkeit wissen, sie komplett zu verwirren. Das ist keine Intelligenz.
Aber leider gilt es als schlau und intelligent. Die Menschen haben sich in Worte verliebt und die Welt verloren. Es ist an der Zeit, sie zurückzugewinnen. Wenn du If you stand on the summit of the garbage heap of one's mind, wenn du auf dem Gipfel des Müllhaufens deines Verstandes stehst, your feet will never touch the ground. Werden deine Füße niemals den Boden berühren. If your feet never touch the ground, wenn deine Füße nie den Boden berühren, you will never know what this is. Wirst du nie erfahren, was das ist. It is for this reason. Das ist der Grund, warum in dieser Kultur, wo immer du hinschaust, die Menschen ganz nach unten gehen. Sie wollen, dass ihr ganzer Körper den Boden berührt, nicht nur die Füße. Die meiste Zeit ihres Lebens oder die meiste Zeit des Tages wurde diese Kultur so gestaltet, dass du barfuß läufst, außer du gehst auf unwegsamem Gelände. Weil wir wollen, dass du in Kontakt mit der Erde bist. Wenn du nichts anderes bekommst, wenn du nur 10 Tage lang so sitzt, wirst du viel mehr wissen, als wenn du 1000 Bücher liest. Wenn du nur so sitzt, wird Mutter Erde ohne deine Erlaubnis in dich eindringen. Glaube das nicht. Sie braucht nicht hochzukriechen, denn so wie dieses bisschen Gras aus der Erde geschossen ist, so bist es auch du, ein wenig mobil. Ansonsten bist du jetzt, wo du hier sitzt, nur ein Erdhügel. Das ist alles, was du bist. Du magst glauben, dass du etwas bist, aber das ist alles, was du bist. Und das ist keine Kleinigkeit. Wenn du glaubst, etwas anderes zu sein als das, bist du klein. Andernfalls bist du der Planet selbst, bist du die Schöpfung selbst. Du bist also nur eine kleine Erhebung auf dem Planeten. Und denke nicht, dass das eine Kleinigkeit ist. Das Velyangiri-Gebirge ist auch eine kleine Erhebung auf dem Planeten. Der Himalaya ist auch eine kleine Erhebung auf dem Planeten. Du auch. Nur wenn man in jeder Hinsicht mit der Realität in Berührung ist, wird man wissen. Nicht, wenn man sich Unsinn ausdenkt. Der vielleicht auf einer Teeparty durchgeht. Existenziell wird er nicht durchgehen. Er mag bei einem Haufen Narren, den du um dich versammelt hast, in Form der Gesellschaft bestehen. In den Augen des Schöpfers wird er nicht bestehen. Wenn du in den Augen des Schöpfers nicht bestehst, sind alle anderen Auszeichnungen, die du vielleicht erlangst, nur leeres Zeug. Es wird dir nichts nützen. Wenn es an der Zeit ist, diese Hülle abzulegen, wenn es an der Zeit ist, die Erde wieder in die Erde zu bringen, dann wird es dir mit Sicherheit nichts nützen.